Ich versuche mal was. So, ich laufe jetzt einfach bis hier hin. Okay, er ist schneller. Alles klar. Oh, damit schießt er dann auch immer noch mal. Okay. Ey, dieses Schild bringt gar nichts. Was für ein Drecks-Skill. Alles klar. Hallo, liebe Leute, und willkommen zurück bei Transistor. Heute bin ich etwas weniger müde, es ist weniger dunkel, ich habe also keine Angst und bin nicht erschöpft. Fürchte aber immer noch, dass wir gleich einen Bossfight haben werden und deswegen habe ich Angst. Installation entfernen, ich kann euch genau sagen warum. Ich brauche das ganz einfach. Ich bin wie gesagt der absoluten Meinung, dass hier gleich ein Boss kommen wird und dann brauche ich auch mal die Möglichkeit mit Y auszuweichen. Ja, die anderen Sachen sind halt auch so Dinger, die muss man haben, finde ich. Es geht nicht anders. Nur was wir da so an Zusatzzeugs reinmachen, ist halt ganz interessant. Loyalitätsverhinderndes Unterprogramm hinzu. Spawnt bei der Aufnahme von Zellen einer verbündeten Schadzelle. Aktivslot, Upgrade-Slot. Wo ist eigentlich noch dieser Upgrade-Slot? Egal, wir setzen das einfach mal hier rein, würde ich sagen. So. Was war denn das hier nochmal? Mask. Ja. Stärke der meisten Funktionen beim Meucheln. Genau, da ist es nämlich gerade drin. Das ist ziemlich cool gewesen. Ich habe 2-3 Tage nicht gespielt. Das ist so gerade mein Problem. Jetzt ist das das Einzige. Erhöht die Entfernung jeder Verwendung von Turn. Okay. Dann make wie das. Turnbewegung 200%. Aha. Ich weiß nicht, inwiefern das uns hilft oder auch nicht, aber ist jetzt völlig egal. Wir können jetzt also damit attackieren. Wow, da fallen die Cola-Dosen hin. Damit attackieren wir. Damit attackieren wir. Damit attackieren wir schnell und damit können wir uns wegteleportieren. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Wirklich, das ist mit das Wichtigste gerade für mich. Okay, Doppelgänger erstmal. Here they are. Sei meins. Wow! Alter! Woher soll ich denn bitte wissen, wo dieses Penner-Ding attackiert? Alter! Ey, ich hab gerade halt richtig die Muffe vor dem Vieh, ne? Gott! Damit ist er schon mal tot. So. Boah! Ey, das wird nicht gut ausgehen für uns, habe ich gerade das Gefühl. Irgendwie. Respawn in. Gott! Das Rückgrat, Alter. Tschüss. So viel kaputt machen ist, glaube ich, irgendwie nicht. Ja, aber doch, ein bisschen was hat es kaputt gemacht. Oh shit. Alter! Ey! Ich bin gerade übertrieben angepisst, ey! Weil mich das hier überfordert ist. Fuck! Diesen komischen Ding, ey. Ohne Scheiß! Ah, was? Natürlich ist Breach kaputt! Was auch sonst! Ihr merkt's vielleicht, aber ich bin gerade pissed as fuck. Das reicht nicht mal aus, um den Drecksack zu töten. Super, er hat noch genau 7. Ganz klasse. Wichser, ey. Entschuldigt, aber dummer, blöder Wichser. Ganz großes Kino, ey. Toll. Man kriegt jetzt meinen Breach wieder? Ich brauch das doch. Bracket Towers Vorplatz. Relative Sicherheit hoch. Heißt ja erstmal gar nichts. Oh, diese Musik macht mich so fertig, ey. Dann ist Breach wieder da.
Repariert in ein weiterer Zugangspunkt. Ganz klasse. Ich habe hier eine weitere Funktion. Offiziell waren die Aktionen von Officer Jelleford auch zu seiner eigenen Sicherheit bis zur Erteilung ausreichender Freigaben durch die Behörden beschränkt. Einer der Nebeneffekte von Officer Jellefords Begabung als Prognostiker war aber sein unstillbares Verlangen, seine Hypothesen zu bestätigen. Aus diesem Grund entschloss er sich, seine Untersuchung voranzutreiben, da er erhebliche Schwierigkeiten spürte und nicht untätig rumsitzen, sondern seine Arbeit erledigen wollte. Was er dann in Gold Rock entdeckte, erschütterte Officer Jelleford zutiefst. So etwas hatte er in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen, und als er noch vor Ort seinen Bericht schreiben wollte, zitterten ihm die Hände. Als sich ihm aber mehrere Personen näherten, hörte er zu schreiben auf. Sie hatte er nämlich auch nicht erwartet. Aha. So, Verbindung zum Zugangspunkt trotzdem trennen? Nee. Wieso ist denn was Neues verfügbar? Ach ja, ich sollte jetzt halt Breach natürlich raushauen. Oh Gott, ey. Krieg ich dich stattdessen da rein? Ja, ganz großes Kino. Wieso ist denn noch was verfügbar, ey? Was denn bitte? Dieses Spaltdings da, habe ich keinen Bounce drin? Hä? Ich habe keinen Bounce drin, das kann ich wohl noch. Ja, super. Ja, dann bounce halt da drauf. Whatever. Schau, wenn jetzt halt ein Boss kommt, nämlich richtig angepisst. Ah, so ein OVC-Terminal. Okay. Monstrosität greift die Racket Towers an. Augenzeugen berichten von einem massiven Organismus im Zentrum von Cloudbank. Hintergrund. Heute am frühen Morgen. Ja. Wurde im südlichen High-Rise-Bezirk eine schlangenartige Kreatur beobachtet, wie sie sich um die Racket Towers wand, während der Prozessausbruch in der ganzen Stadt Panik und Verwüstung verursachte. Die Verwaltung gibt bekannt, dass die Kreatur äußerst gefährlich ist und unter allen Umständen gemieden werden sollte. Das 18. Polizeirevier übernimmt maximale Anstrengungen, um die Kreatur von Wohngebieten wegzulocken. Alle im High-Rise-Bezirk verbliebenen Einwohner sollten das Gebiet umgehend verlassen. Kommentar posten? Logisch. Hey, ich bin's! Ich bin's! Bist du noch da? Bitte antworte mir. Also, wir werden hier rauskommen, okay? Durchhalten. Du musst einfach durchhalten, okay? Ich werde das Ding finden, das dafür verantwortlich ist, und dann werde ich ihm das Herz rausreißen. Er glaubt mir. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. News. Belastend. Fundament. This tower isn't going anywhere. You hear that, Spine? Alter. Dieses Spine-Ding ist einfach übertrieben eklig. Worse than stairs. Nothing. Witzig. Oh oh. Right now, nothing. Oh, und diese Musik, ey. I have a theory. Ey, und der Typ ist so krank gerade. Alter. Oh Gott. Alter. B-Doppelgänger, Junge. Wow! Alter! Alter! Wie sie mir einfach drücken, ne? Es ist der Hammer! Nee, das wäre jetzt schlecht. Ich bin gerade so super schlecht in diesem Spiel. Unfassbar. Nee, immer noch schlecht. Oh Gott. Komm her, hilf mir. Wow! Diese Pisser sind halt unsichtbar in dem Moment, ey. Alter. Alter. So. A. 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 Plan ausführen. Ja, super, ey. Richtig dumm gemacht von mir.
den einen Angriff halt mega verschwendet. Greift euch doch an gegenseitig, ihr blöden Pisser. Dann sieht man ihn wieder. Das wollte ich doch nur wissen. Hä? Alter, wie komme ich jetzt hier da raus, ey? Ich krieg die Steuerung nicht mehr zusammen. Ich krieg diese verdammte Steuerung einfach nicht mehr zusammen, ey. Oh Gott, ey. Dann sind diese Wichser noch unsichtbar, ey. So eine Kacke. Oh, Herr Jemine, ey. Hey, why'd you stop? Ja, halt dein Maul, ey. Zeig wenigstens Breach wieder zurück. Rein damit, ey. Oh, ich könnte kotzen. Weil es jetzt so ist, wie ich es gegen einen Bossfight gerne hätte. So. Oh! Herrgott nochmal. Nee, ich muss ja dahin. Ich war ja... Oder muss ich dahin? Ich weiß halt nicht einmal, wo ich hin muss. Ja, nochmal so ein Terminal. Oh, dieses Spiel macht mich so fertig gerade. Unbekanntes Problem aufgetreten. Ja, Neustart, Datei nicht gefunden. Problem melden. Melde, komm. Anfragen kann derzeit nicht bearbeitet werden. Und er hält halt nicht die Klappe. Da! Halt dein Maul! Ich bin gerade richtig angefressen, ey. Oh! Das Spiel ist mir zu schwer, ey. Verdammte Axt. Oh, die nächste Gondel, ey. Ich will es endlich hinter mich gebracht haben. Hoffentlich ist da dieser Kack-Boss-Fight. Oh. Himmel, Herr Jesus. Jetzt kommen hier nochmal Gegner. Rede wieder normal, du bist so gruselig. Okay. Leg it. Jetzt sieht man halt nicht mal mehr, wo der ankommt, aber okay. Alter, wie weit nach oben geht das denn bitte? Are we there yet? Oh. Okay. Wait. Oh Gott, da ist er. Okay. Oh dear. Okay. I can't. Hä? Was ist denn das bitte? Hä? Warum greift sie denn nicht an? Mal aus, ey. Okay, es hat ihm nur einmal Damage gedrückt. Alles klar. Ey, so eine Nervensäge. Ich versuch mal was. So, ich laufe jetzt einfach bis hier hin. Okay, er ist schneller. Alles klar. Oh, damit schießt er dann auch immer noch mal. Okay. Ey, dieses Schild bringt gar nichts! Was für ein Drecks-Skill! Alles klar. Ich krieg ihn nicht tot. Das kannst du sowas von knicken. Nee, ich glaube, das war zu früh. Ich glaube, das wird mir gleich sehr wehtun. Wow, lol. Lol! Lol! Ist das geil. Okay. Ich habe schon keinen Bock mehr auf dieses Spiel, um ehrlich zu sein. Ich habe ihm halt noch nicht mal einen scheiß fucking Drittel abgezogen. Natürlich ist Breach kaputt gegangen. Okay. Okay.
Alles klar! Dieses Spiel macht mich so aggressiv gerade. Ich werde es halt einfach nicht schaffen. Ich habe ihm gerade mal ein Drittel seines verfickten Lives abgezogen, ne? Ein scheiß Drittel. Jawohl. Spark ebenfalls verloren. Alles klar. Super klasse. Ich glaube, so langsam habe ich eine Strategie gegen ihn, aber ich bin halt mittlerweile viel zu... Pff, nö. Einfach nur nö. Lade auf, leck, klar. Alles klar. Immer wenn er das macht, ne, bin ich so am Arsch. Und was ich halt auch nie auf dem Zettel hab dann, ist dieses verdammte... Das Ding, ey! Es ist so aus der Hölle! Genau, 50 Damage, ey. Alles klar. Alles sowas von klar. Lade auf, ey. Schuhe! Oh Gott, ey. Nö, töte mich, komm. Was? Notfallturn? Geh doch nach Hause, Alter. Leck mir die Eier. Echt kein Bock mehr drauf, ey. Ja, Game Over. Ohne Witz. Ohne Witz, ey. Ohne Begrenzer. Ich weiß nicht mehr, was diese scheiß Begrenzer hier gebracht haben. Oh dear. Ja, natürlich hat er wieder Full Life, ey. Kackspiel, Alter. Oh. So, ich muss jetzt ganz ruhig diese Sache angehen. Wie würde Hannes sagen? Wie ein Shaolin-Mönch. So. Eins, zwei, go. Eins, zwei. Ja klar hat mich der erwischt, okay. Das fand ich jetzt gerade ein bisschen kacke, aber dann ist das halt so. Wow, diesmal hat er mich wenigstens nicht erwischt. So, alle kleinen Zellen aufnehmen, beziehungsweise so viel wie geht. So einmal. Oh, das war ein bisschen falsch rum, glaube ich. Wichser, ey. Ich. Boah. So, ich habe ihm ein Drittel abgezockt. Hoppala. Und hau rauf, hau rauf. Putz, putz. Wir haben bald die Hälfte erreicht. Immer schön in Bewegung bleiben. Guck mal. So ist doch fein. Putz, putz. Schön hinter den Dingern wieder verstecken. So.
So. Kriegt der Freund von hier eine und nochmal. Und die Hälfte ist down. Na, schaut mal. Ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwie krasser wird oder sowas. Aber es ist völlig egal. Wir haben nämlich noch alle unsere Dinger. Ganz ruhig. Hannes hat verflucht nochmal recht gehabt, ey. Muss einfach mit der Ruhe eines fucking Shaolin-Mönches diese Sache angehen. Dann kann einem kaum was passieren. Eins. Ne, wisst ihr was? Ich werde jetzt ganz safe stattdessen einfach diese Kackdinger kaputt machen. Hier, ich gebe ihm eine. Und bumm. Nee, das machen wir erstmal noch nicht. Jetzt, wo er diese Dinger hier einsetzt, haue ich ihm nämlich wieder zwei in die Flanke. Bumm und bumm. Und jetzt kommen diese Dinger, nämlich gerade richtig zurück, um mich zu beschützen, das fuck, ey. Und? Nein, 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 mein Freund. Okay, jetzt ist er diesmal richtig, richtig easy. Ich entschuldige meinen Wutausbruch von vorhin, aber es hat mich einfach angekotzt aus der Hölle, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja. Einen und noch einen und noch einen. Wenn wir sowas nochmal hinkriegen, dann ist er tot. Also zumindest sein erstes Stage. Oh Gott, ey, ich erinnere mich gerade an die andere Tuse. Die hatte ja... Oh, fuck it. Mehrere... Oh, Stages. Wenn der die hier auch hat, dann muss ich leider echt kotzen. Zwei. Drei. Chup, chup. Oh nein, ey, wir werden nicht geheilt. Das heißt, da kommt noch irgendwas. Oh. Okay, wobei, jetzt ist die Dings wiederum weg. Oh, ist das ekelhaft. 17 Schläge pro Minute. Stirb! Verdammter! Oh. Ist absolut korrekt. Hey. Thanks. For whatever you did back there. Level up und er hört sich auch wieder normal an. Gott sei Dank. Get. Magnetisch umordnen. Load. Explosiv-Effektbereich. Unbeständiges Paket. Paket zur Auflösung einer großen Explosion. Angreifen. Wird den Effektbereich der meisten Funktionen. Zeugt in regelmäßigen Intervallen unbeständige Pakete. Zieht Zellen schneller aus großer Entfernung heran. Darauf habe ich gerade Bock. So. Speicher plus 4, ein Passiv-Slot oder ein Upgrade-Slot. Ha, alles sehr interessant. Ich glaube, ich nehme das hier. Among other things. Oh, und eine Errungenschaft freigeschaltet. Spine. Wie mich das angeätzt hat gerade. No way. Know where we are? We're here. Keine Ahnung, wo wir sind, Bruder. Boah, verdammt. Da auf einen Schluck Cola, wollte ich sagen. This should lead up to the concourse. Hauptlobby. Oh, die suchen nur einen Speicherpunkt, ey. Ich hab echt genug gerade. Oh, Junge. Right, oh, wahrscheinlich kommt jetzt gleich direkt nochmal ein Boss oder sowas. Greetings from the camera. Oh, Kendrell Asher. Vor wenigen Minuten vom Dach der Bracket House geschickt. Willkommen, Red. It's really you. Come all this way. I never had a chance to introduce myself. I'm Asher. But you've come for Grant. Good. I'd let you up, it's just we're stuck. Walled ourselves in. Precautionary measure. So they won't be joining us here either. I better go. Grant needs me. Hope you're not buying this garbage. Alter, der klingt so ein bisschen super gay. At least we know they're here.
So als wäre er der Lustknabe von diesem Grant. Maybe they'll be cordial. Warte mal. Darf ich gerade falsch machen? Here's your voice back. Here's your body. Have a nice day. Es hört sich so viel besser an gerade, wenn der Typ redet. Auch die Musik ist nicht mehr so eklig bedrückend, ey. So, wir haben einen Zugangspunkt. Ich guck nochmal nach Funktionen. Normalerweise müssten wir doch hier was haben. Akquisitionsstatistik zum Formen von Gegenwart und Vergangenheit. Integriert. Ja, ist ja diejenige letztendlich. Passiv zieht Zellen schneller, größere Entfernung heran. Wirkt, dass die meisten Funktionen Ziele von ihrer Position wegziehen. Zieht ein Ziel näher zum Benutzer hin, stärker gegen weit entfernte Gegner. Würde ich fast hier gerne reinhauen. Zellenzugstärke 200%. Ja, dann mach doch. So. Aha. Schlüsselungsprozesse und verwende diese Funktion, um mehr zu erfahren. Ich habe sie doch jetzt installiert. Witzig. Entfernung jeder Verwendung von Turn. Kostenreduktion 25%, Angriffsgeschwindigkeit 120. Das ist geil. Ah, ich Bock zu. Das setze ich mal rein. Das Coole ist, ich habe extra, damit ich diese ganzen Dinge auch mal irgendwo reinhauen kann, die Teile gemacht. Benutzerkopie zurück. Sieht man. Seht mal, jetzt passt das. Auch wenn Jaunt eigentlich echt schwul ist. Gut. Völlig egal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, nochmal sorry, aber ich war echt sauer vorhin. Echt sauer. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!